Nee, die habe ich gefunden im Tempel. Alter, das sind die guten Sandstone-Teile, die Mann, sind ich dachte, dein Handy vibriert jetzt die ganze Zeit, wenn ich dich zuspamme. Das ist schade. So baue ich das jetzt. Ja, so mache ich das. Okay. Ach so, neues Thema. Oh mein Gott. Dena. Von Div das. Von the D to the S Ah, to der, den the kenne V ich. to the D to the A to the S to the S to the D to the A to the D to the S to the D. Vor 16 Und Minuten. jetzt bist du bei mir gerade voll am Laggen irgendwie. Ja, es war auch mies geleckt. Dann nochmal. Nee, Von du the bist bei D mir to the allgemein gerade V die to the Stimme ein bisschen S. komisch. Okay, dann lese ich jetzt wie ein Roboter diesen Kommentar vor. Dena, was sagst du zu dem Gib mir Pen. Überwachungswahn, dass unsere Gib mir Pen. Privatsphäre immer mehr eingeschränkt wird? Sie geben vor, so welche Überwachungssysteme zu errichten, um uns vor Terror zu schützen. Was bedeutet dir deine Privatsphäre? Fragezeichen. Hallo, Okay. pennen gehen. Okay. Ups. Ey, habt ihr auch die Frage mitbekommen? Ja, können wir direkt wieder auf Facebook beziehen. Da wird ja Ja. mittlerweile auch alles überwacht in Chats und alles Ja, Mögliche. vor Ja, ich allem ist denke, es es geht auch noch so. mehr auf Privat, auf, Ich bin im Bett. von staatlicher Seite aus, also was der Staat alles Da überwacht ist auch gerade an. in der Diskussion in Amerika, dass die jetzt erlaubt haben, dass Privatunternehmen Spionagedrohnen benutzen dürfen. Die privaten Unternehmen dürfen Spionagedrohnen benutzen und da sind ziemlich viele Leute auf die Barrikaden, das ist sogar relativ frisch. Und ist schon ziemlich krass. Wobei, wenn Dena das jetzt noch aufs Internet beziehen würde, ich meine, einem jeden muss klar sein, egal was man im Internet tut, alles bleibt für immer gespeichert, davon muss man ausgehen. Ich würde diese Kommentarfrage noch mehr auf die staatliche Seite beziehen. Also nicht auf was Privatunternehmen wie Facebook oder sowas machen oder Ja, aber Google, sondern Privatunternehmen halt meine was die ich. Staat, also zum Beispiel Überwachungskameras an allen öffentlichen Plätzen, also zum Beispiel wer durch London geht. Ich weiß nicht, wie viele tausend Ich Kameras weiß. es in London gibt. Ja. Es an jeder Allein am Ecke ist Scotland Yard eine. Gebäude sind schon locker 50. Ja, es ist an jedem öffentlichen Platz, also in London gibt es kaum, in der Innenstadt gibt es kaum einen Platz, der nicht, also gibt es gar keinen Platz und kaum eine Straße, die nicht kameraüberwacht ist. Ist doch Und eine Stadt, das wo einfach Amerika nicht viel. Facebook. Wo einfach viel, die Kriminalitätsrate sehr, sehr hoch ist. Ja, und was haltet ihr davon? Lieber mehr Kameras oder würde ich sagen, nee, um mehr Sicherheit jetzt irgendwie zu haben? Bestimmt nicht mehr Spionage, da bin ich dagegen. Da sollen sie lieber mehr Kameras aufstellen. Hä? Ich meine, so. Spionage? Weniger Spionage, mehr Kameras? Wie Ja, ist ich das meine zu jetzt, verstehen? ich habe das Spionage jetzt wieder aufs Internet bezogen, dass man weniger, ich sag mal, es war ja die Rede davon, dass man Chats kontrolliert, sag ich mal. Guckt, okay, was schreiben die da? Schreiben die da, wenn da irgendwie die Wörter Kids, was war das noch? Sex war das noch und noch so ein paar andere Sachen. Wenn die alle zusammen in einer Reihenfolge drin vorkommen, dann wird das sofort dem Staat gemeldet oder alles Mögliche. Also sowas, finde ich, sollte man nicht machen, sondern wenn schon eher mehr Kameras. Also so meine ich das jetzt. Ja, es behandelt ja auch verschiedene Sachen. Also, ob sowas ist ja mit Kameras sind ja zum Beispiel, um solche Gewalttaten zu verhindern, wie jetzt, dass da in der U-Bahn die Leute zusammengeschlagen werden. Und das ist jetzt gegen Pädophile, was Verhindern kannst du du sowas geschrieben nie. hattest. Verhindern kannst du sowas nie. Nee, Selbst wenn es mal aber einen Weg findet, ist also es jetzt mal erstmal. ganz, also durch eine Überwachungskamera werden jetzt Fahrraddiebe auf jeden Fall eingeschränkt, würde ich mal sagen. Ja, aber du kannst es trotzdem nicht verhindern, dass das Fahrrad in dem Moment geklaut wird. Nee, aber die Diebe lassen sich ja dann eher davon abschrecken. Also es ist bestimmt ein statistisch starker Rückgang der Fahrraddiebstähle, wenn da Kameras sind. Bin ich mir aber Ja, sicher. dass die sich da abschrecken lassen, das ist jetzt genauso wie bei Zigaretten. Da steht auch auf jeder Packung drauf, Rauchen ist tödlich, trotzdem machen es Tausende. Ja, aber das Das ist ja geht dann nur nicht, ein aber ist bisschen ja nicht, runter. ja, aber für einen Dieb ist noch was anderes, ob er dann dabei erwischt wird und im Gefängnis landet oder ob der Raucher raucht, weil er süchtig danach ist und nur für sich selbst irgendwelche gesundheitlichen Folgen Leute? haben könnte. Nee, Eine Kev? Frage ganz schnell zwischendurch. Diese Kurz eine Sekunde Bilderrahmen. Pause machen. Na? Warte kurz. So, jetzt Was? bin ich wieder drin. Ja, mein Fraps hat gerade rumgesprochen. Ich musste das einmal kurz außen anmachen. Okay. Leder, Kev, also diese Bilderrahmen, ich dachte in der Mitte Leder und außenrum die Sticks. Ja. Das geht bei mir nicht. Doch, klar. Da. Außenrum komplett Leder und also Ach, acht außenrum Sticks. Leder. Nein, nein, acht Sticks außenrum und ein Leder in der Mitte. Das habe ich aber. Ach Ja, so. über Minecraft. Was mal Minecraft bloß, das kackt. Mann, ich habe kein Feld. Bei meinem Texture Pack habe ich kein Feld dafür.
Ah, ich habe es gefailt einfach beim Texture Pack erstellen. Ich weiß aber gar nicht, Wieso? was ich da. Ich habe da eigentlich Anina Craft 1.4 als Basis für genommen und das dann einfach ein paar Sachen von mir eingefügt. Irgendwas habe ich gefailt hier. Du darfst das aber dann nicht zum Download anbieten, ne? Von der Anina Craft schon, von Minecraft nicht unbedingt. Ja, Das ist ja deswegen, auch du das hast ja Ding, warum ich das Minecraft noch nicht und zum dann Download noch. angeboten habe, Genau, weil von und das Honeyball. Minecraft brauche ich eigentlich Das eine Honeyball frei. direkte. Von Minecraft brauche ich eine Erlaubnis von Honeyball Genau, direkt das meine dafür, ich. weil ich es ja kommerziell sozusagen anbiete, weil meine Videos ja auch monetarisiert sind. Und Und die kriegst du niemals, Tüte. ich habe die nämlich damals gefragt, weil ich hatte ja auch so ein Pack zusammengestellt. Da meinte sie, yo, du darfst es zum Download anbieten, aber nur wenn man wirklich reinschreibt, wirklich von mir Hast du Honeyball bearbeitet. oder meinst du die, die Janina Craft gemacht Nee, hat? Honeyball war das. Ja, gut, aber wo hast du sie angeschrieben? Im Dingens, im YouTube, Posteingang. Ja, Die hat habe das ich gemacht, geantwortet. aber antwortet sie nicht. Ja, jetzt, das ist ja bei mir schon locker ein halbes Jahr her. Ja, da war sie halt auch noch, hat sie wahrscheinlich noch weniger PNs gehabt als jetzt. Aber halt null Antwort. Also wenn, und ich habe sonst, ich habe auf ihre Website gesucht, irgendeine E-Mail-Adresse, nichts gefunden. Und wenn sie mir keine Erlaubnis dafür gibt, was soll ich denn Darfst machen, du halt ne? nicht machen. Das ist bitter. Oder musst du ein anderes Texture Pack suchen? Du kannst ja Janina fragen, die hat ja auch die Rechte Ich habe ja von nur ein ganz Honeyball paar an manchen. Holztexturen hier von ihr. Deswegen, veränder die einfach ein bisschen. Ja. Ich kann es auch einfach so zum Download anbieten. Und dann, wenn sie dann drauf aufmerksam wird und dann sagt, du. Das ist aber nicht der richtige Weg, Mensch. Nee, das Nee, geht nicht. aber wenn ich hier keine Möglichkeit habe. Dann darfst du es auch nicht machen, wenn du keine Ja, ich Dings kriegst. weiß. Ich weiß es doch. Oder du malst selber. Dann auch Hint. selber malen. So, jetzt Hint. bringt ihr mich voll ab, weil ich jetzt nicht mehr weiß, was ich machen wollte. Ach so, So, wir haben schon nee, wieder ein doch neues nicht. Thema. Oder Wie? hast du schon eins formuliert? Gerade. Ach so, öffentliche Überwachung, stimmt. Ach So, so, ey, die meine Inneneinrichtung ist Items-Frames sogar richtig hier. geil geworden bei mir. Aber Minecraft laggt. Ich weiß nicht wieso. Ja. Ich baue gerade sogar wieder ein bisschen an meinem Haus weiter. Damit die ganzen Hater ruhig sind. Irgendwie ist das ganz komisch. Die Item-Frames gehen sogar, also man sieht die Textur von denen an der Wand, sieht man, aber. Merkwürdig hier. Maja. So. Willst du mir das Ding dann geben? Ha? Willst du mir dann dein gecraftetes Schild geben? Gecraftetes Schild? Ja, diesen Rahmen. Ne, die Wie sollte er funktionieren dir den ja. geben? Ja, aber bei mir funktioniert er doch. Ich sehe den. Ja, bei mir funktioniert es ja auch. Ich sehe ihn nur nicht im Inventar, aber ich krieg's ja trotzdem Ach hin. so. Aber an der Wand siehst du ihn dann, An der oder Wand was? sehe ich sie wieder. Ich habe auch Ach keine so, alles Ahnung klar. Ich warum. dachte, du siehst ihn nicht. Dann nehme ich den, dachte ich. Nö. Kein Problem so. Oh, was ist mit meinem C los? Mit So. deinem C? MC. Ah. Minecraft. Ich dachte so, was ist mit meinem C los? Der laggt voll. Hat irgendwer was zu essen eigentlich? Bisschen. Wenn ich voll werde. Oh, ich lege mich hier nur noch durch die Welt. Ich bin eigentlich auch fertig. Ich brauche nur noch. Hast du noch gelbe Blumen und ein bisschen Wolle? Gelbe Blumen und Die Wolle? Wolle brauche ich selber. Ja, ich fahre mal einfach selber von den Schafen kurz. Du hast eh noch ein bisschen Zeit. Also du hast jetzt noch locker 22 Minuten. Wir haben so viele Also Schafe. ich bin jetzt fertig eigentlich. Ich muss nur noch kurz 8 Wolle setzen, dann bin ich fertig. Ja. Ja, ist okay. Können wir theoretisch auch bei dann oder du farmst da noch ein bisschen Erde für mich mit. Dann machen wir Das das kann ich wirklich machen. jetzt, Fahren wir damit man zusammen. nicht so eine ungerade Zahl hat an den Folgen, wo du da warst. Und warst du Hast du jetzt zufällig Blümchen 10 unten? Folgen? Ja, habe ich. Okay. Und Futter bitte. Bist du ganz unten oder hier vorne? Ach, hier Ganz vorne. unten. Hallo. Wolle Die was ganze hübsch. Wolle aber bitte drin lassen. Die brauche ich Ja, nicht alle. ich hab mir schon 17 Wolle selber geerntet, also. Achso, ja, aber die Wolle sonst trotzdem bitte drin lassen. Ich brauche Was denn? die. In dieser Kunstgrabskiste, genau da sind Blumen. Ja, sehe ich gerade. Ich brauche Also, ich aber, habe jetzt glaube meinen Vorratsraum unten fertig eingerichtet. Also, was heißt relativ schon mal fertig eingerichtet? Jetzt kann ich mich hier an mein Haus hier oben dran wagen. So Schlafzimmer und sowas. Essenstechnisch, wie sieht das aus? Ich sehe hier nur ein rohes Rindfleisch, aber das ist mager. Guck mal in Darf dein. ich, Guck da, in dein ich, darf Inventar. ich. Ich nehme 23 Knochen von dir mit, weil dann farme ich einfach mega Kartoffeln. Ist das okay? Ich habe dir jetzt selber was in dein Inventar geworfen, Verboten. eigentlich. Aber ich kann doch Kartoffeln für euch farmen. Ja, aber dann gib mir das. Ja, ach ja, stimmt, okay. Habt ihr, ich farme einfach mega Kartoffeln, dann habt ihr die. Und dann brenne ich die gleich, dann einfach gebratene Kartoffeln. Die bringen genauso viel wie gebratenes Fleisch wieder. Gebratenes Fleisch? Achso.
Ja, backen macht, kann man eigentlich diese Poison Potatoes, kann man die auch backen und dann sind sie normal? Ich glaube nicht. Habe ich mich gerade auch schon gefragt. Ich weiß es aber nicht. Kann man mal probieren. Wahrscheinlich beim Ernten sowieso Aber an welche sich raus. finde ich es gut, dass es so viele neue Sachen gibt, neue Ich finde es eigentlich auch ganz gut. Nahrungsmöglichkeiten. Vor allem auch so Sachen, die einfach mal einfach sind. Also ich meine, beim Brauen habe ich jetzt schon eine Zeit lang gebraucht, bis ich da so wirklich mit klargekommen bin. Mittlerweile sind es echt so Sachen, die ich mir schon immer mal gewünscht habe. So irgendwie neue Sachen zum Farmen und sowas alles. Also das sind so Sachen. Es ist wirklich halt mehr Option. Das ist halt irgendwo klasse. Auch schön und so. Ist auch toll. Ganz genau. Es ist schön. So. Jetzt reicht's hier aber. So, Alter, sieht die Wohnung geil aus. Bei mir, ich bin nie zufrieden. Dann baue ich immer noch mal, dann baue ich noch mal das um und noch mal dies um. Ja, ich weiß, dass ich gleich keine Zeit mehr habe, deswegen bin ich zufrieden. Ja. Ich könnte Das ist hier aber, ganz sowas unter kann ich auch gar Zeitdruck. nicht. Das kann ich immer gar nicht so. Das ist mein Problem. Ganz viele gelbe Wolle habe ich. Aber langsam doch ist mein Keller hier fertig. Da bin ich schon mal froh. Weil dann kann ich Fantastisch. mich oben Schlafzimmer dran wagen und dann komme ich voran und dann. Ah, bevor die Folge zu Ende ist, müssen wir unbedingt irgendwie eine Startkiste machen. Ja, das kann Kev doch schon mal machen. Irgendwie Minecraft-Buckets Haus so ein bisschen verändern. Also Ja, ich machen wir mache es jetzt in einfach. Minecraft Buckets Haus. Ja. Ich mache aber jetzt erstmal Dings da Kartoffeln fertig und so, ne? Ich habe meine Inventar ist jetzt leer, mache nur noch Kartoffeln, dann bin ich durch. Ja, und danach kannst du dann das Ding ins da bauen. Das soll ja nicht groß werden, einfach nur so ein paar Kisten reinstellen. Schreiben, hallo. Dann müssen wir den Spawn da irgendwie hin verlagern, den da kriegst du es irgendwie hin. Gibt's bestimmt einen Spawn für. Geht das nicht 1.4? Spawn Point, Dena? Der, wir hatten es nicht, wir hatten nur Set Spawn, aber es macht es nur für den jeweiligen Spieler. Wenn ihr eine Ahnung habt, wie man den Spawnpoint verändert, könnt ihr uns das sagen. Stimmt, und schauen ja auch noch Leute Im zu. Zweifel läuft halt Aber nicht in der der Bucket, ne? ja Normal, ohne sonst. Bucket, genau. Wenn es ohne Bucket geht. Weil bevor wir dafür nochmal Bucket die alles drauf sehen. Da lieber. Da lieber. Also bei mir ist jetzt immer im Hintergarten immer jetzt eine ein Dingsverfahren, eine Kartoffelfarm. Oh, Damit ihr Bescheid schön, wisst. Kev. Damit ihr Das ist Bescheid wisst. natürlich schön. Ist auch teilweise toll. Na, teilweise. Ja. Ich finde das so heftig, wie schnell man mit Knochenpulver farmen kann. Das ist der Wahnsinn. Einer von euch Erde und oder Sand? Der Hammer schlechthin. So. Jetzt Sand? hast du noch Sand. Pff. Es ist Nacht, gehen wir pennen. Jo. Ich schlaf schon. Bin auch im Bett. Genau Gute jetzt. Nacht. Tito. 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 Ey, das ist die Straße, wo wir die Wand TFASF. schieben. Ja, witzig. Ach so, ich bin ja schon mal rumgelaufen, hab eine Wüste gesucht und einfach keine gefunden. Ach, ihr wolltet ja noch rumziehen, kann das sein? Das kann Dena am besten machen, weil ich jetzt echt total beschäftigt bin. Ich bin froh, wenn ich jetzt noch irgendwie was hinkriege. Ich freue mich schon wieder, ehrlich gesagt, auf die nächste Aufnahmesession, weil ich. Aber das dauert immer so lange. Ich finde Dena, Dauert. wir könnten auch mal so ein bisschen so jetzt bald schon wieder so, weißt So du? jetzt, Ja. so direkt. Dann könnten wir vielleicht auch mal irgendwann so darauf kommen, dass wir täglich was hochladen, aber. Ja, mal schauen. Oh, mein Handy hat vibriert. Oh. Bitch, I'm so famous. So, damit ihr Bescheid wisst, ich habe ungefähr 2 Stacks Kartoffeln und die habe ich bei mir im Ofen drin. Die brennen jetzt Das alle reicht durch. uns nicht. Weil ich gehe jetzt mit denen eine Rundführung machen. Deswegen nicht, dass ihr die vergesst im Ofen mit der Dum. Kartoffel fertig gebraten. Boah, es sieht so schön aus. So, Dina allein, ich komme zu dir. Zeig, was hier ist. Also, das ist meine Hütte hier. Sexy Maxi. Hier ist ein kleiner. Oder soll ich jetzt zu dir gehen und du machst die Rundführung oder soll ich mich selber rumführen? Du kannst dich selber rumführen. Nee, warte, du kannst erstmal zu mir kommen. Ups, was tue ich Okay, hier? ja. Hey Lex, komm auf dein Handy. Hä? Hast du mir über WhatsApp geschrieben? Nein. Natürlich, du. Ja, gar nicht. Ich bin die ganze Zeit brav am Sanddingsen. Alter, das sind gar nicht Steine, das sind diese Sandstone-Dinger, die du doppelt gemacht hast, oder? Nee, die habe ich gefunden im Tempel. Alter, das sind die guten Sandstone-Teile, die Mann, sind ich dachte, dein Handy vibriert jetzt die ganze Zeit, wenn ich dich zuspamme. Das ist schade. Bei mir ist da ein heulendes Auge drauf. Das ist toll. Ja, es ist cool. Heulendes Auge ist da bei dir auch drauf? Ja. Ja.
Schön, ne? Ah, schlag mich nicht. Rumführen, mit. Ich habe auch noch Smooth Sandstone. Ich kann die immer so variieren. Was ist Smooth Sandstone? Sag ich nicht. Du kannst Sandstone einmal, wenn du die vier ist das, wenn man das nochmal macht, so vier Sandstone? Genau, du kannst ja Sandstone dreimal verarbeiten. Jetzt können wir den normalen Sandstone, dann die einmal verarbeiteten Sandstone und dann der dritte ist, glaube ich, Smooth Sandstone. Tja, und ich habe sie alle. Du hast sie alle. Yeah. Ich glaube, ich brauche immer nur den Smooth Sandstone und davon. Autsch, tu mir nicht weh. Ich will jetzt geführt werden, oder ich fühle mich selber rum. Ich guck mir dein Haus an. Okay, erstmal kannst du dir mein Haus angucken. Ja, was haben wir hier? Ey, hier ist Holz. Hauptsache, du hattest so viel Leder. Du hast ja doch schon die Schilder gemacht. Die habe ich jetzt ja gemacht. Ja. Dafür, das hatte ich extra noch neu gefarmt dann ja erst. Ey, das finde ich aber so geil. Dann braucht man nicht mehr diese blöden Schilder. Man hat ja einfach die Bilder, alles klar. Oh yeah. Ich finde schön, wie deine Öfen mit der Wand interagieren. Das gefällt mir. Mhm. Sieht toll aus, ne? Ja. Aber das hier oben sieht scheiße aus. Was? Komisch, was soll denn der Sandstein? Das kann nicht sein. Was soll denn der Sandstein hier? Kann ja gar nicht sein. So. Oh, du hast auch den Auto, du hast den Mosi-Stein benutzt für den Zaun. Oh, ja. Sehr schön, das hat Zeit. Ich hab E-Style und Milo, Denaster. Ich hab Denaster Young mäßig, dies, das. Ich hab all das aus denen. Ob du hier bist oder nicht, sag ich dir. Dann geh ich aber mal weiter. Ich weiß ja schon aus sicherer Quelle, dass das hier also, von gehst Spark du zu Pox auf Phoenix Haus? Gebaut wurde. Achso, du gehst zu Spark erstmal. Ich zoome da so ran und sag dir dann, du, ja, dies, das. Oben im Haus von ihm ist ein richtig geiles Bett, das hab ich gebaut. Zeig, guck mal, das King ist einfach nur Wolle. Ja, da war's, Spark das mit ist fast nur Wolle. Gib dir gleich nur Wolle. Gib mal. Ich brauche Wolle. Das sieht echt geil aus. Fettes Megabett. Hätte man aber diese drei Betten nebeneinander machen können, wäre das dicker. Ja, ist so. Achso, und das ist hier dieser komische Sound. Ich habe gerade irgendeinen komischen Höhlensound gehabt. Weiß ja, das nicht, ob ist, du wenn den ich in die Dings da hochkletter, die Leiter, die Holzleiter. Das ist so eine... Ja, natürlich den, er meinte deinen Sound. Achso. Ja, er meinte meinen Sound. Das ist hier, Out. Ein Bunker, wobei ich das hier nicht als Bunker bezeichne, sondern als Chunk-Loch, das mit random Blöcken aufgefüllt wurde. Mhm. Das ist Minecraft Bucket hat das hier gebaut. Sieht sehr schön aus. Sieht toll aus. Was, dieses Chunk-Loch, das soll die nächste Farm werden, wenn du das meinst. Nee, ich meine diese... Nein, ich meinte hier diesen Bunker. Ach so, okay. Der sieht echt mies aus, also. Der sieht echt mies aus. So, dann gehe ich mal weiter. Ich glaube, das hier hinter ist auch nichts mehr. Nee. Ja, im Vergleich zu dem Bunker sieht ja meine Hütte aus wie ein richtiger Palast. Ja, das meinte ich.